Der 98.0 Pure FM Radiokrimi. Die Hinrichtung. Authentische Kriminalfälle von Autor Bernd Hesse. Erschienen 2018 im Verlag Das Neue Berlin. Jetzt exklusiv auf 98.0 Pure FM Frankfurts Stadtradio. Space Monkey, im analogen Lehm Lukas genannt, schlägt sich in London mit kleineren Gelegenheitsjobs durch. Mit seinen Hackerfreunden Damon und Master Mooch plant er den großen Coup. IT-Sicherheitsexperte mit Nickname White Shadow durchkreuzt immer wieder die perfiden Pläne der internationalen Hackerszene. Er ist dem Trio dicht auf den Fersen. Ey, Digga, was macht unser gemeinsames Projekt? Läuft. Kann ich den Entwurf sehen? Schick ich dir gleich rüber. Moment. Cool, Mann. Das sieht ja richtig profimäßig aus. Müssen ja auch den Eindruck erwecken, dass wir es drauf haben. Eine professionelle Werbeanzeige im Darknet. Lol. Damit ist uns Aufmerksamkeit gewiss. Wo ist Space Monkey? Hab ihn angepinkt. Und? Wie vom Erdboden verschluckt. Macht er jetzt sein eigenes Ding? Nee, er hat was mit einer Bitch am Laufen. Ist sie hübsch? Noch nicht identifizierte Person. Ist ja nicht so viel zu erwarten. Sie ist mit Lukas zusammen. Lol. Shit, was ist denn jetzt los? Da versucht jemand in unser Netzwerk einzudringen. Und er stellt sich gar nicht so ungeschickt an. White Shadow. Mach dicht. Los. Klappt nicht. Habe alles abgesichert. Aber er lässt sich nicht abwimmeln. Moment. Ich checke, wo das Leck ist. Muss die Leitung kappen. Melde mich später. Beeile dich. Hab's gleich. Verdammt. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, danke. Im Moment nicht. Aber ich nehme noch einen Espresso. Einen doppelten. Nun mal raus mit der Sprache. Was wolltest du mir erzählen? Also, ja, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich anfangen soll. Vielleicht irre ich mich ja auch. Du meintest, es ging um Sophie. Hat sie etwas angestellt? Nein, nein, Quatsch. Natürlich nicht. Na, so selbstverständlich ist das nun auch wieder nicht. Also als kleiner Junge... Also vorletzte Woche? Haha, sehr witzig. Als ich noch klein war, habe ich mit meinen Freunden in solchen Shops wie deinem öfter mal etwas mitgehen lassen. Hier ist Ihr Espresso, bitteschön. Danke. Da muss ich dir wohl künftig genauer auf die Finger schauen, wenn du im Laden bist. Wer weiß, was du dort schon alles herausgetragen hast. So eine Cola lässt sich schlecht im Ärmel verstecken. Aber lass uns mal lieber auf meine Schwester zurückkommen. Da waren letztens so ein paar Kids im Laden und drückten sich zwischen den Regalen rum. Und weiter? Sie lästerten ziemlich ab über ein Mädchen aus ihrer Schule. Erzählten, sie sei eine Bitch und würde sich jedem Typen an den Hals werfen. Ständig Nudes posten und ihre Handynummer an fremde Jungs verteilen. Was hat das mit Sophie zu tun? Darauf komme ich ja jetzt. Sie ging mit deiner Mutter am Laden vorbei. Die Kids zeigten auf sie und meinten, na so ein Zufall, da ist diese Bitch. Was? Wer war das? Das weiß ich nicht. Ihren Namen kenne ich nicht. Deine Schwester hatte Glück, dass sie nicht allein unterwegs war. Sie waren ziemlich derb drauf. Wer weiß, was sonst passiert wäre. Na, die knöpfe ich mir vor. Niemand beleidigt meine kleine Schwester ungestraft und macht sie fertig. Und wie willst du das anstellen? Ich habe da meine Mittel. Dazu bräuchte ich aber deine Hilfe. Wie denn das? Du hast die Kids ja gesehen. Sie müssen im Umfeld meiner Schwester zu finden sein. Könntest du sie identifizieren? Schon möglich. Dann lass uns zu mir gehen. Die schnappen wir uns. Zahlen bitte! Na, wenn ich dir helfen kann, gerne. Macht 5,50 bitte. Hey Mom, ich habe jemanden mitgebracht. Komm nicht in mein Zimmer. Oh, gemütlich hast du es hier. Echt jetzt? Meine Mutter regt sich ständig über die Unordnung auf. Mach dir nichts draus. Dafür ist sie deine Mutter. Das ist ihre Aufgabe. Endlich, Mann. Wo hast du gesteckt? Hier war absolutes Chaos. Jungs, bin nicht allein. Melde mich später. Sieh zu, dass du fertig wirst. Soll ich dich lieber alleine lassen? Nein, nein. Darum kümmere ich mich später. Es scheint ja ernst bei dir zu sein. Melde dich doch einfach, wenn ihr fertig seid. Ich gehe dann mal. Bist du jetzt auf Empfang? Schieß los. Motherfucker White Shadow wollte in unser Netz eindringen. Wäre ihm fast gelungen. Mussten den Stecker ziehen. Dieses Mal ist er zu weit gegangen. White Shadow, der macht uns ständig Ärger. Wir müssen ihn unschädlich machen. Jemand eine Idee? Wieso? Willst du einen Killer anheuern? Im Darknet liegt die Lösung. Es gibt Gerüchte
über eine russische Spionagesoftware. Was interessiert es uns? Was White Shadow morgens frühstückt und wenn er abends kacken geht? Mit dieser Software könnten wir einen Krieg gewinnen. Das ist ganz heißer Scheiß. Die Hinrichtung. Authentische Kriminalfälle. Von Autor Bernd Hesse. Erschienen 2018 im Verlag Das Neue Berlin. Auch nächsten Sonntag wieder um 19.45 Uhr. Exklusiv auf 98.0 Pure FM. Frankfurts Stadtradio.